Das sind meine Lieblingssorten. Und ich würde jetzt wahnsinnig gern behaupten, dass ich nicht alle drei auf einmal essen würde, aber ich weiß selber, dass es ein Schwachsinn ist. Hallo, danke schön fürs Einschalten und willkommen auf meinem Kanal. Für alle, die hier neu sind, ich bin die Lara und hinter mir ist der Shadow. Und heute machen wir einen Ausflug auf die Hohe Wand. Hohe Wand ist ein Teil der Wiener Alpen. Für uns ein super Ausflugsziel. Wir fahren gern hin zu jeder Jahreszeit. Wir waren dort sogar letzten Sommer ein paar Nächte, wenn es gerade in Wien super heiß war. Und das war wundervoll. Es war wesentlich kühler als in der Stadt und wir sind wandern gegangen. Und wir fahren sehr gern hin im Winter, wenn es geschneit hat. Und ich habe gestern die Webcam von Bergfacts angeschaut und es schaut so aus, dass oben Schnee liegt. Und deshalb haben wir einfach spontan beschlossen, dass wir heute hinfahren werden. So, wir sind gerade angekommen. Es ist super windig. Die Temperaturanzeige im Auto sagt minus 5. Das heißt, das ist das perfekte Husky-Wetter. Und ich werde mich jetzt noch warm einpacken, bevor ich aus dem Auto steige. Ich habe so viele Schichten an. Ich habe einen Tanktop, ein Rollkragenshirt, einen dünnen Pulli und dann diesen dickeren Pulli. Schal. Den Schal habe ich mir selber gemacht. Falls ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, dann verlinke ich das Tutorial unten. Das Video gibt es auf meinem kreativen Channel Sewing Lara. Und ich würde mir jetzt diese Plüschhaube anziehen. Die habe ich schon so lange, aber die ist super für so ein kaltes Wetter. Ach, Sonnenbrille, weil es ist super sonnig. Das ist schön. Und jetzt einmal raus aus dem Auto. Meinen flauschigen Eisbär glücklich machen. Das ist übrigens das Gasthof, wo wir im Sommer übernachtet haben. Ich musste jetzt einmal kurz stehen bleiben und einen der Pullis ausziehen, weil durch die Bewegung und durch den Anstieg ist mir so heiß gewesen. Und schaut, wie brav mein Hündchen ist. Das Ausziehen und wieder Anziehen hat ein bisschen gedauert, aber er war super brav. Er ist immer in meiner Nähe geblieben, hat ein bisschen geschnüffelt und dann hat er sich letztendlich da auf den Pfad hingesetzt und wartet einfach, bis wir weitergehen. Er ist so brav. Ich habe übrigens auch meine Handschuhe gewechselt und habe jetzt diese fingerlosen Handschuhe mit der Kappe angezogen, weil mittlerweile frieren meine Finger nicht. Aber ich finde, ganz am Anfang ist mir immer so urkalt auf die Hände und dafür habe ich so richtig dicke Handschuhe mitgehabt. Und ich bin wirklich froh, dass wir hierher gefahren sind und dass es zumindest ein bisschen Schnee gibt, denn das ist etwas, das macht mein Hündchen immer glücklich. So, nach dem nächsten Hügel habe ich auch den zweiten Pulli ausziehen müssen, weil es war mir schon so warm. Es ist echt wunderschön heute. Jetzt kam die Sonne wieder raus und ich habe keine Ahnung, wie lange wir spazieren werden. Einfach nach Lust und Laune. Ich habe eine Jause für mich und für Shadow mit und ich habe auch genug Trinkwasser für ihn. Also wir haben heute keine Eile.
Wir machen jetzt eine kurze Pause, weil ich habe schon einen mega Kohldampf. Ich habe hier diese sozusagen Wurstsemmel. Es ist aber eine vegane Wurst von der Marke Vegavita und es ist aus Sonnenblumenprotein und es ist quasi die vegane Variante von Extrawurst. Und ich habe da ein paar Scheiben drinnen und ein bisschen Senf und das wird jetzt meine Jause sein. Und wir sind wieder zu Hause. Also insgesamt waren wir so ungefähr 3 Stunden wandern. Wir hatten ein Mega-Wetter und ich habe eine Person im Wald spazieren gesehen und dann haben wir erst 2 Personen gesehen, als wir am Weg zurück zum Auto waren. Also wir waren praktisch die ganze Zeit allein und der Schnee war mehr oder weniger fast überall noch sogar unbetreten. Also es war so traumhaft. Mein kleiner Eisbär ist ganz, ganz müde. Ich bin natürlich auch müde, aber gleichzeitig fühle ich mich erholt, weil es einfach so gut getan hat, draußen zu sein und die Bergluft zu atmen und die Wälder anzuschauen. Also es war wirklich herrlich. Und am Weg nach Hause sind wir dann kurz in ein Einkaufszentrum gegangen. War zwar nicht geplant, aber ich habe schon so dringend aufs Klo müssen, dass ich dann beschlossen habe, statt die paar Minuten noch nach Hause zu fahren, direkt zum Einkaufszentrum zu fahren. Also ich habe erstens einmal für Shadow Grünlippenmuschelpulver nachgekauft. Das ist ganz gut für Gelenke. Und dann habe ich mir was zum Essen gekauft. Ich habe mir einen Falafel Wrap gekauft und einen Apfelsaft gespritzt, also Apfelschorle. Und dann bin ich kurz zum Dunkin' Donuts gegangen. Also Dunkin' Donuts hat 15 vegane Donutsorten und das sind meine Lieblingssorten. Also ich habe hier Vanille Donuts, Erdbeer Donuts und dann die klassischen einfach nur mit Zucker drauf. Die Donuts sind natürlich nicht alle für mich. 3 sind für mich und 3 sind für Jack. Und ich würde jetzt wahnsinnig gern behaupten, dass ich nicht alle 3 auf einmal essen würde, aber ich weiß selber, dass es ein Schwachsinn ist. Ich weiß ganz genau, wenn ich meinen Wrap fertig gegessen habe, dass ich die 3 Donuts, die für mich sind, auf einmal verputzen werde. Und das ist auch der Grund, warum ich solche Sachen eher selten kaufe, weil ich weiß ganz genau, dass ich mich sehr schwer zurückhalten kann. Jedenfalls, ich werde jetzt einmal essen, dann werde ich duschen. Und dann muss ich noch ein bisschen arbeiten, also ich werde mich an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Vergiss nicht auf ein Däumchen hoch und auf einen Kommentar, damit unterstützt ihr meinen Kanal. Und ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich, euch zu sehen mit meinem nächsten Video. Tschüss!